Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Just Cause 3. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Rico, hörst du mich, Hombre? Ich hab hier ein kleines Problem. Große Sache. Könntest du vorbeikommen? Ich schick dir meine Koordinaten. Komm so schnell du kannst, Kumpel. Ja, diese Durchsage wird wahrscheinlich jetzt jedes Mal kommen, weil... Na komm. Wegen der DLC-Mission. Deswegen, ich muss halt gucken, ob ich die Missionen zwischendurch mitspiele oder ob ich die halt wirklich nach der Hauptstory spiele. Weil irgendwann nervt die Durchsage dann doch. Ich bin gerade im Überlegen, wo ich hingehe. Da ist noch eine Stadt. Ne, Stadt war knapp. Autsch. Ach, passt schon, Rico. Hui. Erstmal in die Statue zerlegen. Nieder mit dem General. Es lebe das Volk. Ja, bin ich nicht einverstanden. Na komm. Na komm. Und los geht's. Feindkontakt. Alle Einheiten zu diesen Koordinaten. Sofort. Das war erstaunlich leicht. Diese Stadt gehört jetzt uns. Komm doch mal zum Essen vorbei. Tag 66. Bonnet ist tot. Ich habe ihn mit einem Genickschuss getötet, ehe er reden konnte. Sein brutaler Angriff hätte aus Mitadischku fast das Leben gekostet. Während die Sanitäter ihn wegbringen, sehe ich Schuld und Reue in seinem Gesicht. Ich habe seine Hand gehalten und ihm Mut gemacht, als er dort lag, in seinem und in Bonnets Blut. Ich find's immer wieder behindert, wenn die gleichzeitig reden. Ich hatte ein bisschen Angst, aber das ist wortwörtlich zum Kotzen, wenn ich dazu sagen darf. Da ist noch. Machen wir eine Schnellreise dahin. Und Absprung. Nach dem Ding fehlt halt nur noch eine Basis, ne? Und tschüss, Rundtank. Ich sagte tschüss. Boah, Alter, das sieht immer wieder geil aus. Läuft doch bisher.
Outtag ist auch Arsch. Der Rest hier drin muss sein. Alles unter Kontrolle. Kehre zurück auf meinen Posten. Achso. Ich hab erwischt! Keine Ahnung, was du warst, jetzt bist du tot. Was ist da draußen los? Meldet euch gefälligst! Ja, läuft doch. Das ist noch eine Granate. Nehmen wir mit. Munition, Zündmunition. Leuchtfackeln. Staatswaffen. Was bist du? Eine Schrotflinte. Ach, was soll's. Ja, fehlt halt nur noch eins. Nee, die Ölstation haben wir auch. Ich könnte mir nur vorstellen, hier drüben. Müsste ja hier direkt in der Ecke sein. Da ist was, aber ich glaube nicht, dass das noch zu unserem Gebiet gehört. Nee, das gehört nicht mehr zu unserem Gebiet. Das ist das so ziemlich nervigste am ganzen Spiel, man muss die Basis suchen. Man muss immer diese blöden Basen suchen. Oh, hi, Berg. Und erstmal hier hoch. Soll denn hier noch eine Basis sein? Da! No, au. Das war so nicht geplant. Oder? Ja. Na, treffe ich nicht. Okay, haben wir das auch. Nur noch die Plakate. Oder das. Keine Ahnung, wie viele das sind. Ich gehe mal davon aus, dass es nur eins ist. Ja, ich hätte recht mit nur einem. Und eine Provinz. Alle Einheiten hierher. Ich wiederhole. Alle Einheiten hierher. Ja, eine komplette Provinz. Von 7. Ne, ja, wollte ich nicht. Ja, egal, dann machen wir mal die nächste Mission. Oh ne, ne, das ist die Story, die Dingsmission hier. DLC-Mission. Da ist die nächste Story-Mission. Kann ich hier irgendwo Schnellreise hinmachen? Ne. Schade. Jo. Haben wir einen kleinen Wingsuit-Flug. Komm schon. Rico Platessa wurde vom Joch der Unterdrückung durch den General befreit.
Das muss ein tolles Gefühl sein. Le Revolution geht weiter, Brüder und Schwestern. Auf zur nächsten Story-Mission. Sorry, wenn ich gerade nicht viel rede, aber ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ist nicht viel los gerade. Es macht so Laune, durch hier einfach nur durch die Gegend zu fliegen. Mach verdammt. Hat sich das wieder zurückgesetzt, schade. Hi. Wie geht's? Triffst mich nicht. Triffst mich nicht. Wow, das war knapp. Knapper als erwartet. Hier Zentrale. Anfrage erhalten. Verstärkung ist unterwegs. Diese Verstärkung von einem Typen, der mit dem Wingsuit vorbeifliegt. Ich bin eine Person mit einem Wingsuit, jetzt haben wir dafür Verstärkung braucht. Zusätzliche Bodentruppen sind schon unterwegs zu euch. Wingsuit Kills? What the fuck? Wie soll das gehen? Okay, die Stadt hier ist hier gerade so nebenan, die nehmen wir gleich mit. Ziel hat das Gebiet verlassen. It's Showtime. Der, die Waffe ist das geil. Mag ich den Waffen. Hier Zentrale. Unterstützung ist unterwegs zu euch. Wir schicken Verstärkung zu eurer Position. Nee. Hier. So. Könnt mir gar nichts mehr. Und wieder ein Problem weniger. Nee, wo soll das Ding sein? Ah, hier unten irgendwo. Da. Tag 75. Der Tag der Abschlussfeier. Die Flagge weht morbide auf Altmast. Ausbilder Dusku hat in seinem Rollstuhl eine Rede gehalten, in der er meinen Mut im Angesicht des Bösen lobte. Die Männer lieben mich. Der erste Bauer ist gefallen und mit stoischer Gelassenheit bereite ich meinen nächsten Zug vor. Ich hasse es, wenn die durcheinander reden. Es ist einfach nur nervig. Rico, zweifellos ist deine Freundin Dima eine brillante theoretische Wissenschaftlerin. Hm. Aber das Gerät in dieser Bauweise kann die Ladung nicht speichern. Es wird schon funktionieren. Habt ihr das nicht im Labor mit dem Panzer getestet? Eigentlich schon, aber wir mussten ein paar Teile des Panzers dafür benutzen. Deswegen konnten wir es nicht testen. Toll, das hat mich einen wertvollen Panzer gekostet. Also sieh zu, dass wir das hinkriegen. Du musst dir keine Sorgen machen. Wenn nicht alles in die Luft fliegt und uns tötet. Hey, ich kann dich hören. Dima, was meint er damit? Kann das Ding explodieren? Ach, Geschwafel. Blödsinn. Die Energie verteilt sich, sobald bevor die er zerreißt, ist das Gerät. Also, was machen wir jetzt? Ein Feldversuch. Wir müssen an funktionierenden Panzern testen. Das Gerät hat nur genug Energie für eine Entladung. Eine Explosion. Es reicht. Danke, Dima. Entschuldige. Hör mal. Dein Freund Sheldon ist in der Höhle aufgetaucht. Er ist ein gefährlicher Mann. Er hat uns verraten, wo wir ein paar Bavarium-Panzer finden. Hat er das? Was für ein Zufall. Sheldon sorgt zurzeit für einen Zufall nach dem anderen. Was hast du jetzt vor? Was haben wir für eine Wahl? Packen wir es an! So eine Verfolgungsmission. Eigentlich mag ich die ja irgendwie. Ich finde das lustig, wenn die Wagen von hinten kommen, du auf die Räder schießt und die dann umkippen und explodieren. Ich finde das lustig. Bleib an uns dran, Rodriguez. Gleich gibt's Ärger. Du
Shotgun ist das halt Dein noch Freund einfacher. Sheldon ist wirklich bestens informiert. Will er dich aus irgendeinem Grund töten? Ist toll, jemanden wie ihn im Team zu haben. Sheldon ist sein eigenes Team. Kein Scheiß. Ja, Schluss habe ich hier noch 5. Okay. Ah ja, klar. Und dafür sind ewig lange Ladescreens. Soldaten! Aufpassen, Leute! Ja, komm hier hoch. Wir können nicht weiter, solange hier so viele Soldaten sind. Schalt sie aus! Ich bin dabei. Das war unheimlich, findest du nicht, Rodriguez? Die Kühlung hat was abgekriegt. Die macht's nicht mehr lange. Kriegst du das hin? Nicht in der Zeit, die wir haben. Finden wir raus, wie weit wir kommen. Na toll. Das klingt ja nach einem sicheren Plan. Also, woher denkst du, kamen diese Soldaten, Rodriguez? Routineüberprüfung? Wohl kaum. Sie sind hinter dem Truck mit dem EMP her. Die Ravello weiß etwas. Ein Maulwurf. Haltet die Augen offen, Leute. Also, ich rede gerade nicht viel, weil die halt auch oft labern. Da will ich jetzt nicht unnötig zwischenfunken. Na, bald die Waffen mal lieber draußen. Das sieht verdächtig aus. Ich mach den Weg frei. Komm schon. Ich hab's erwischt. Wir können erst hier weg, wenn du die Soldaten erledigt hast. Mach schon. Eingetroffen. Ja, ist leichter gesagt als getan. Nimm mal die Waffe mit. Komm schon. Der macht nicht mal lange. Boom. Okay, das war's. Verschwinden wir von hier. Damit Ey. Das klar ist, nach der Nummer hier schuldest du uns noch einen Gefallen. Dreh um, Theo. Sie kommen von hinten. Die geben sich ja richtig Mühe. Das meinte ich. Das ist immer zu lustig, wenn die dann einfach so umkippen. Ist ja nicht viel los gerade. Und wieder eine Falle, oder? Nee, noch nicht. Aber du. Das war dein Versuch, Alter. Komm schon, wir stecken fest, Rico. Weg hier, über die Brücke, schnell. Hängen wir sie ab. Tolle Idee, schätze, das ist eine Einbahnstraße. Und tschüss. Da ist nichts mehr, oder? Oh, doch, da.
irgendwie mag ich den Granatwerfer. Ey. Fallschirmspringer, wir müssen sie abschießen. Ganz schön was abbekommen. Und bei der Munition auch. Guck mal her, Theo. Willkommen auf meinem Auto. Wow. Danke. Dass ich mit dem Wrack noch reincrashen muss. Panzer, die schicken tatsächlich Panzer. Wo? Schon wieder reingecrashed, Alter. Was ist denn falsch mit euch? Seit wann macht die Kamikaze? Oh, da hätte es der Panzer. Ich muss Munition sparen. Noch mehr Panzer! Was ist denn für Panzer? Schon. Geht doch. Zwei Schüsse habe ich noch. Du fährst uns genau vor einen Armeestützpunkt? Ist das dein Ernst? Wir müssen hier raus. Okay, so war das doch eigentlich nicht geplant. Und der Panzer fällt runter. Ja. Da kommen Helikopter! Was für welche? Ach, so einer. Na, ja, das ist gleich Geschichte. Wow. Rein da, so werden wir wenigstens die Helikopter los. Hat der Helikopter das überlebt, oder? Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Sie wussten, dass wir kommen. Nee. Sie haben uns erwartet. Das ist beunruhigend. Lass dir was einfallen, um den EMP-Truck zu schützen. Das ist beunruhigend. Irgendeine Idee, woher die Ravello seine Infos hat, Rodriguez? Ich hätte nämlich eine. Nicht jetzt, Annika. Wow, reg dich ab, Amigo. Dann reden wir eben später. Willkommen auf meinem Auto. Ja, schön. Musst du mir eine Waffe holen. Oh, Helikopter, Vorsicht! Ja, ich treffe den EMP. Ich habe die Piloten noch vorher rausgeschossen, krass. Vorher noch getroffen habe. Na, was geht? Da sind die Panzer. Wenigstens in diesem Punkt hat Sheldon nicht gelogen. Zack. Boah, Alter, der Kick. Weil man habe ich noch gekillt bekommen. Pach.
Sind wir nah genug dran? Ja. Schalt das Gerät ein. Und wie? Da passiert gar nichts. Ah, hier vorne, oder? Ja. Die Autos gehen gleich hoch. Nichts wie weg hier. Scheint zu funktionieren. Also es scheint zu funktionieren. Ich gebe zu, ich bin enttäuscht, Mr. Sheldon. Tja, dann besprechen wir das doch bei einem Drink, Sebastiano. Mano a mano. Ich habe keine Zeit für Smalltalk, Mr. Sheldon. Vor 20 Jahren haben wir etwas vereinbart, Sie und ich. Sie halten Ihren Teil nicht ein und das enttäuscht mich. Also, Sie und Uncle Sam hatten einen Deal. Sie und ich. Wir haben darüber hinweggesehen, wie Sie das Volk von Medici behandeln. Und wir haben auch darüber hinweggesehen, was Sie Dima Almasri angetan haben, die übrigens nur eine Leihgabe war. Und ich habe über Rico Rodriguez hinweggesehen. Bis jetzt. Wissen Sie noch, was wir abgemacht hatten? Natürlich weiß ich das noch, Sebastiano. Wirklich? Ich bin Herrscher über Medici. Sie versprachen mir eine Allianz mit den Vereinigten Staaten, was ich erledigt hatte, als der Junge, den ich für Sie zum Waisen gemacht habe, zurückgekehrt ist. Ein Junge, der wütend durch mein Land marschiert und mich vor meinem Volk wie einen Idioten aussehen lässt. Hören Sie, Sebastiano. Denken Sie, ich genieße es, vor meinem Volk wie ein Idiot auszusehen? Ich weiß, Sie haben ihm gezeigt, wie man meine Panzer zerstört. Ich sehe alles, was auf Medici passiert, sogar in dunklen, feuchten, kleinen Höhlen. Es gibt nichts, was meine Flammen nicht verbrennen können, Mr. Sheldon. Kommen Sie nicht wieder. Es war so klar, dass Sheldon da irgendwas mit zu tun hat. Ziel ist entkommen. Normale Patrouille fortsetzen. Naja, ich würde aber auf jeden Fall sagen, das war's dann mit dieser Folge DOS Cars 3. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.